react einfach auf das, was vor meiner Nase ist, bro. Okay, Elvia? Ha, Elvia? Elvia ist ein sehr bekannter Name im Musikbusiness. Weiß man, bei welchem Datum man ist? Leider nicht, bro. Ich habe auch schon Randy gefragt, wollte gerade Sammy anrufen, aber der geht gerade nicht ran. Let's go. Was ist die obere Grenze fürs Alter? Ich glaube, es gibt keine obere Grenze. Ich glaube, der Älteste bei Rap Lorry 1 war ja Pada. Ich glaube, er war, wie alt war er, Bruder? 36 oder so? Der hat abgerissen. Klassenbester mit Taschenmesser, Schädel schlagen mit Aschenbecher, bin ich weit entfernt vom Meisterwerk wie Heisenberg. Oh, Nomenreime, oh, Nomenreime. Klassenbester mit Taschenmesser, Schädel schlagen mit Aschenbecher, bin ich weit entfernt vom Meisterwerk wie Heisenberg. Ich hole mir die Chayas, als wäre es Labu, komme mit Taiwan und wicke die Kuh, kenn kein Tabu, halte sie warm, wir kennen da gut. All deine Leute sind lieber Bullash, wenn wir heute kommen, dann sind sie im Arsch, weil er die Mädels wie Nicki Minaj, achte ich dribbel die Ticker im Park. Er hat nicht mal Nicki Minaj ausgesprochen, der hat gesagt Nicki im Arsch, oder? Lieber Bullash, wenn wir heute kommen, dann sind sie im Arsch, weil er die Mädels wie Nicki Minaj, achte ich. Oder war das extra? Oder ist er vielleicht 200 IQ, Bruder? 200 IQ Play, Bruder. Nicki im Arsch. Bullash, wenn wir heute kommen, dann sind sie im Arsch. Weil er die Mädels wie Nicki im Arsch. Achte, ich dribbel die Ticker im Park. Nenn mich Papa, schick dich ackern. Lass dich fallen, nur Hamid Adler. Motherfucker, riech nach Sattler. Hab mehr Eier als der Vater. Sage das Eisen wie Hermelin. Dreiste die Feigen wie Mac and Cheese. Nutten, die zeigen, rest in peace. NPCs, Schess. Nutten, sie zeigen, rest in peace. Was snackst du wie Mac and Cheese? Dreiste die Feigen wie Mac and Cheese. Nutten, die Feigen wie Mac and Cheese, Bruder. Nutten, die zeigen, rest in peace. NPCs, schätzen mies. Ey, Wako, waren sie mal, ich bin nicht gut drauf. Arme hängen aus siebener, halt dich lieber raus. Keine Hook wie Nina, ich fick ihren Sound. Bin und bleib ein Krieger, dieses Lied macht taub. Andelelo, 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 fick dich mein Kopf. Andelelo, 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 wo ist das Sort? Sehr entertaining, Bruder, sehr witzig. Aber Elvi, mein Bruder, manche Reime von dir waren nicht schlecht, aber Reimen ist auch tatsächlich eine der einfachsten Sachen. Ich sag mal so, das Schwierigste im Rap, Leute, ne, ist nicht Reime zu finden, ist nicht einen Flow zu finden, ist nicht Formen. So, das Schwierigste im Rap ist, einen geilen Satz zu bauen. Einen nicen Satz, Inhalt, Punch mit Faktor, mit geilem Reim am Ende und so. Das ist das Schwierige. Wie hieß der Bro nochmal? Elvia. Oh nein, Bruder. Leider Letrasch dieses Jahr. Der sollte aufhören, Musik zu machen. Nein, vielleicht war das dann erst aufgenommenes Ding. Wer weiß. Ich kann auch diese Jersey Club Beats nicht mehr hören, Loki. Ich bin froh, dass dieser Jersey Club Hype sehr kurzweilig war. Themas. Hört auf, eure Namen die ganze Zeit reinzuschreiben, Leute. Eh nicht. Leute, ihr wisst doch, wir gehen nach Reihenfolge. Seid ihr dicht oder was? Wir hören einen Bro, der hat einen witzigen Namen, der heißt Einmalig. Einmalig, let's go. Ich glaube, viele Leute benutzen das einfach als so, komm, Lachkick, komm, wir bewerben uns mal damit. Witzig, so, ne? Ist auch witzig, Bruder. Kann man machen. Aber ist das so, das wäre so, 60ern rauszugeben? Ganz egal, wo wir hinkommen. Energy, immer da, wir flippen. Tip-top, shutter, right wing, never done done. High speed, in der anderen, den langsam. Wer ist Jeremy? Ich habe keine Ahnung, Bruder. Ich dachte, der geht auf Jeremy Fragrance oder so. Welches Datum ist gerade? Bruder, wir sind gerade, das ist Zukunft. Wir sind gerade 2045 angekommen. Trapo Petra, so wie Jerry, rechts auf der Außenbahn. Verlass den Club mit den Trophäen und dann sie draußen war. Oh Jerry, Scott, das rief ich mal Henny. Kann sie nicht denn, das ist so many. Jeremy from Pong Pong, das all day, all night long. Jeremy from Pong, Jerry from. Von 50 auf 75 Euro Bewerbung? Eigentlich schon, ne? Ich da, ja, Bruder, hä? Hä, Bruder, was? Was? Fußballspieler? Bruder, ist mir egal, ob das Gandhis Bruder war. Der Song ist so cringe, Bruder, das geht gar nicht. Na. Na, Bruder, nicht nochmal, Bruder. Na, Bruder. Why you do this, Bruder? Okay, Einmalig, cooler Name, aber war nix, Bruder. Scheiße. Loki Crush auf Jeremy, safe, Bruder. Wie kann man so jemanden verherrlichen, Bruder? Oh, er ist krass mit seinem Fuß, mit einem Ball in einem Spiel. Ich muss jetzt 65 Mal seinen Namen sagen. Ich liebe zum Beispiel Basketball. Ich gucke ganz selten ein Basketballspiel, so, ne? Wenn überhaupt, wenn ich in der Heimat bin, so, mein Bruder gerade so. Aber ich verstehe diese Vergötterung nicht von einigen Spielern, so. So, ja, Respekt für das, was du kannst, Respekt für deinen Weg, Respekt für deine Ausdauer und so,
und dass du es dann geschafft hast und dass du so hart arbeitest, okay, Respekt. Aber im Endeffekt, du schießt einen Ball mit einem Fuß, Bruder. Du schießt einen Ball mit einem Fuß. Weiß ich nicht, ob ich mir dann 20 Mal den Namen reinziehen muss, wenn ich irgendeinen Rapper hören will, gerade in Deutschland. So. Ich schwöre, mach mal das Ding, mach mal Datum einfach als Blacklist. Okay, let's go mit Hasuntu. Aber Vitu war ja bei Icon, deswegen ich meinte ja, er war nicht bei Icon. Hasuntu. Kennt ihr noch? Das ist ein anderer Hasuntu. Oder? Das ist er. Okay. Bruder, ich weiß nichts. Ich weiß nichts. Bist du Amerikaner? Yes. Guck mal, ich weiß nicht, welches Datum das ist. Das ist das bekannte Problem. Okay, Hasuntu, let's go. Bruder, ich raff grad nicht, ich verstehe gerade die Welt nicht. Das ist nicht der Hasuntu, den ich meine, aber er ist auch schwarz und sieht auch, ich schwöre, der hat dieselben Augen und so. Siehst du das? Bro, ich raff das gerade nicht. Wisst ihr, wen ich meine? Warte, ich zeige euch. Boah, Leute, fuck nicht haben mit diesem Datum, oder? Aber das ist er nicht. Hasuntu von Maju. Ja, Bro. Wie kann es sein, dass wir zwei schwarze Hasuntus haben, die auch noch sehr krasse Ähnlichkeit haben, Bro? Auch nichts Racist-mäßiges, sondern die haben wirklich krasse Ähnlichkeit. Guck mal jetzt bei dem Bruder seine Augen. Warte, ich spule zurück. Boah, das ist ja wirklich geisteskrank. Also man sieht sein ganzes Gesicht. Nee. Ah, doch, da. Wo ist er eigentlich jetzt? Dem? Ich habe den ein paar Monate noch gesehen. Ich glaube, der meinte, der arbeitet gerade an einem Album oder so. Also ich war bei Maju in Duisburg im Studio. Und da waren halt auch ein paar Künstler von Maju. Auch ein Azu und ein Hasuna. Also Hasuntu. Boah, es gab auch miese Missverständnisse mit mir und Skepta damals, weil er meinte so, Bruder, ich hasse Hasuna von Icon, so, ne? Ich so, echt? So? Krass, okay. Warum? So, ne? Der so, Bruder, der ist so ein Wichser und so, ne? Also Skepta hat das live gesagt, ne? Nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt irgendwas leak oder so. Aber dann, ich war die ganze Zeit im Glauben, dass Skepta gerade Hasuntu meint, weil Hasuntu heißt Hasuna, so. Und ich dachte, Hasuntu wäre bei Icon dabei gewesen. Und ich so, hä? Was? Und ich so, ja, aber der ist doch jetzt bei Maju und der ist irgendwann so, Bruder, über wen redest du? Ich so, ja, aber Hasuna. Der so, nein, du meinst Hasuntu. Ich so, ah, shit, bro. Hasuntu von Maju ist, glaube ich, sogar bei Icon 6. Ach ja? Okay. Wenn du auf den Bewerber gehst, dann auf Profil, dann sieht man, wann die das reingesendet haben. Ah, okay, warte mal. Probier das mal. Boah, hey, okay, korrekt, stabil. Erster sauberer Tipp hier. Warte, ich guck mal, wo ist hier Datum? Hä? Hier steht kein Datum, oder? Hallo, Imre! Komm, chill. Okay, also wir sind am 7.5. jetzt angekommen, Leute. Der 5., boah, das war doch gestern. Also. Tschüss. Okay. Ja, Imre ist da. Was geht ab? Okay, sind wir ready für Hasuntu? Let go. Die sind vom 7. Mai. Ja, genau. Okay, jetzt weiß ich immer, welches Datum es ist. Soll ich jetzt bei jedem? Nee, ne? Ich weiß einfach nur, okay, wir sind ungefähr 7. Okay. Nee, du musst gar nicht Datum jetzt blacklisten, weil jetzt weiß ich, wo man Datum einsehen kann. Und dann sage ich das einmal und dann wisst ihr das. Wenn doch dann jemand fragt im Chat, kann man das einfach im Chat beantworten. Also der Bro hat auf jeden Fall eine coole Stimme. Ich mag die Stimme. Die ist fresh. Bruder, tut mir einen Gefallen, ne? Wenn ihr Melodie gerade singt mit Autotune und ihr packt da Adlibs drunter, auch auf die Adlibs Autotune drauf. Habt ihr diesen Adlib gehört? Ich fand seinen Rap okay, Reime waren nicht so geil, aber ich fand, er hatte sehr gute Delivery und sehr nice Stimme. Melos geht, Bruder. Gesangsstimme ist an sich schön, aber du hast ihn nicht voll ausgenutzt, so ausgewehrt, finde ich. Ich finde, du hast Potenzial, in einem Jahr richtig fresh zu sein, aber hier, glaube ich, für Rap Larue noch nicht. Was sagst du, Emre? Oh, Emre ist gar nicht im Raum, korrekt? Er verlässt mich einfach, wie alle. Was sagt ihr? Also, Letrage ist auf keinen Fall. Ich würde ihn bei Interessant reinpacken. Es sei denn, ihr sagt jetzt alle, ja, viel Potenzial, aber glaube ich. Ja, ja, ja. Ja,
ja, Leute, ihr müsst ja auch checken, ich gehe gerade zurück in der Zeit, ne? Ich habe heute, also bei Datum heute angefangen und gehe vom Datum zurück. Versteht ihr, was ich meine? Okay, wie viele Leute machen wir noch? Warte mal. Den haben wir gerade gemacht, wem hast du uns, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seite hängt wieder. Wir machen noch 7 Leute, okay? Okay, der nächste, bra, ist Kasa. Wann ist nächster Stream? Wenn ich ehrlich bin, ne? Ich versuche, jetzt jeden Tag oder alle 2 Tage zu streamen, okay? Okay, wir haben Kasa. Jetzt schon raus, aber okay, wir geben ihm eine Chance. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass du so redest, Bruder. Es geht nicht, du kannst beim Rappen so krass deine Stimme verstellen, Bro. Das ist auch sowas, was Sammy dann sehr beliebäugeln würde. Findet einen Reim auf beliebäugeln, meine Freunde. Sein Flow ist fresh, muss man sagen. Seine Wortwahl cool. Und er hatte gerade einen sehr nicen Kreuzreim, glaube ich. Mit Nomenreim, wenn ich mich nicht irre. Aber die Performance ist halt wirklich nicht krass. Genau, Grammwaage auf Plantage und Jean-Paul Gaultier auf Jean-Paul Gaultier. Okay, Platzhalter, aber trotzdem erfüllt seinen Zweck auf jeden Fall. Problem ist das, Leute. In 2 Jahren wird jeder Newcomer so rappen können. Ich schwöre, in 2 Jahren wird jeder Newcomer so rappen können. So schreiben können. Und was ist dann, Bruder? Wie heben sich dann noch Leute ab? Nicht mit krassen Reimen. Ich sag euch ehrlich, die einzigen Leute, die wirklich nachhaltig lange am Ball geblieben sind, hatten die Fähigkeit, krasse Sätze zu schreiben. Okay? Sätze, die im Kopf bleiben, Bruder. Sätze, die so auf T-Shirts gedruckt werden können. Sätze, die in der Schule jemanden als Quote beigebracht wird. Guck mal, der Dichter von damals, Dings, Ferchichi, hier hieß er. Der hat diese Ich fick deine Mutter gesagt. Krass, ne? Das ist die Disziplin, die heute die Rapper noch lernen müssen, ist, Bruder, was ist aus geilen Sätzen geworden? Nicht aus Wörter zusammenbasteln, damit sich das gut reimt. So. Doch ich lächle auf Bildern wie Watcher vom Tod, Leben wie schwarz oder rot. Dein Wohlstand ist teures, kein alles Euro. Wusch du mal bei Leben, keine Miene. Kaffee ist leicht, du das Endless Pay. Dreckige Blocks, so wie ein Masse. Komm in mein Geld. Aber macht Ammo nicht genau das? Nee, zum Beispiel eine Line, die mir von Ammo im Kopf geblieben ist. Papa hat mich früh gefickt. Ne. Wenn du gehen willst, dann geh. Weißt du, du hast Bilder im Kopf direkt. Natürlich, manche Leute hatten die falschen Bilder im Kopf. Aber du hast Bilder im Kopf direkt. Du hast eine ganze Story in einer Line verpackt. Ich hatte keinen Vater. Du hast nicht gesagt, Papa ist früh abgehauen. Du hast nicht gesagt, ich bin vaterlos aufgewachsen. Du hast nicht gesagt, Mama war alleinerziehend. Du hast nicht gesagt, mir fehlt die Vaterfigur im Leben. Sondern diese ganzen Sätze informativ hast du in einen Satz verpackt. Papa hat mich für früh gefickt, wenn du gehen willst, dann geh, mäßig so. Und dieses, wenn du gehen willst, dann geh, war noch sogar deep-mäßig seine emotionale Lage auf das Verschwinden seines Vaters. Mäßig, okay, hat mich verletzt, aber wenn du gehen willst, dann geh, geh mit Gott, weißt du. Das sind Sätze, die halt ein bisschen tiefer gehen, weißt du, ich meine, die bleiben im Gedächtnis, gehen ein bisschen tiefer. Und da ist es dann auch wieder nicht so wichtig, dass der Reim super, super krass, 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 Motherfucker, vierfach, Flickflack ist, sondern einfach stabil. Einfach ein normaler, stabiler Reim. Okay. Ghetto, komm in mein Ghetto. Ghetto. Bruder, wenn du so gut performen würdest, wie du schreibst, dann wäre nice. Aber so leider nicht, Bruder. Leider Trash. Willst du den VOD nachher hoch? Ja, also wir laden das auf YouTube immer hoch, ne? Aber eigentlich können wir auch VODs hier hochladen. Aber machen wir auf YouTube. Machen wir auf YouTube. Damit ein bisschen diese Arbeit entlohnt wird, Bruder. Ihr wisst, ich krieg keinen Euro von Sammy. Spaß. Ich habe heute mit Sammy geredet, ganz lange. Wir haben über Rap Lorry 2 geredet, über was wir vorhaben. Es wird geisteskrank. Who's next? Tranquil. Tranquil, den Namen für einen Rapper, ne, gibt's auch schon zu oft leider. Ihr müsst aufpassen, dass ihr euch nicht... Irgendwann wird ein Zeitpunkt kommen, wo 2 Rapper gleichzeitig hochkommen und gleichzeitig Erfolg feiern und die werden denselben Namen haben. Und das wird abfuck, Digga. Weil Hype kann man nicht kontrollieren, nicht immer. Also wenn wirklich organisch Hype kommt und dann einfach einer boom platzt so und der heißt so, aber der andere heißt auch so, dann wird's schwer. Wann kommt auf YouTube, müsst ihr Vegas fragen. Ich hoffe, er macht so schnell, wie er kann. Okay, let's go. Vibe ist da, aber naja, der soll Maske ausziehen. Wir haben kein Benehmen und keine Lösung, aber Haschplattenpreise. Gepaart mit Granulaten auf paar Sackkarrenreifen. Ich sehe Stecklinge wachsen und die Buds machen Scheine, während Brüder unter Knastmacken leiden. Baba ist kreidebleich durch Kripo-Beamte vor seinem Augapfel, wo wir durch Siedlungen tanzen mit vollen Bauchtaschen. Er ruft per Video an, ich sollte mal aufwachen und mich so langsam aus dem Staub machen. Zusammen mit Grünem in der Jacke, gelb im Briefkastenschlitz, hab ich die Skimaske mit, gibt es nen Hiebwaffenstich? Neben Lidschattenstrichen, wo Mütter weinen, weil Söhne draufgehen. Zwischen Dreck auf den Treppen und zugedröhntem Aussehen. Es riecht nach Pisse, Sagrotan und Febreze. Trinkt neben Brüdern, die ticken einen marokkanischen Tee. Ein ganzes Land kann diese Tragiken sehen. 3 Jahre hab's für miese Tagesbudgets. Bruder sagt renn, doch unter... Sehr guter Rapper. Im Sitz liegt ne 9mm, yeah. Weil der Bulle uns kennt, mach ich schnell, Baba träumen können wir später, yeah.
Bruder sagt renn. Sehr nice, was soll man sagen? Ich habe am Anfang wieder dieses Ding gerochen, dieses, er hat jetzt nur Nomrem benutzt, damit Sammy sagt, boah, geil. Damit hat er ihn geködert so. Aber an sich, der Text war sehr nice, stabil geschrieben, flawless, würde ich sagen. Am Ende noch, er hat einen Reim aufgehört, er hat den Flow am Ende gebrochen, indem man vor dem Takt aufhört, um ein Zeichen zu geben, dass man jetzt beendet hat. Man hat jetzt den Part beendet, weißt du? Hört mal genau drauf. Das mache ich auch sehr oft. Dreck auf den Treppen und zugedröhntem Aussehen. Es riecht nach Pisse, Sagrotan und Febreze. Trink neben Brüdern, die ticken ein marokkanisch. Das wäre der dritte. Und der vierte wäre normalerweise in dem Part. Aber weil es der letzte im Part ist, macht er nicht sondern schließend, weißt du? Er hört vor dem Takt eigentlich auf, so. Was signalisiert, jetzt kommt der Übergang in die Hook. Sagrotan und Febreze, trink neben Brüdern, die ticken einen marokkanischen Tee. Ein ganzes Land kann diese Tragiken sehen. 3 Jahre hab's für miese Tagesbudgets. Und er endet auch mit einem sehr starken Reim. Tagesbudgets. Baba, Bruder. Es hat so geklungen, als hätte der sich schon mal beworben, so. Als Sammy meinte, Vibe ist da, aber er soll die Maske ausziehen. Vielleicht, Bruder. Vielleicht, wenn ich dich mit Maske gesehen hätte, hätte ich vielleicht noch mehr gesagt. Okay, krass. Vielleicht hätte ich aber auch gesagt, zieh die Maske aus. Wer weiß, Digga. Meinung zu Tapelo. Tapelo ist sehr, sehr krass talentiert. Tapelo hat eine geistkranke Stimme. Er kann wirklich geistkrank singen. Er war auch schon mal hier bei uns im Studio. Vor Jahren mal, bevor er wirklich angefangen hat, Musik zu machen. Schwäche bei Tapelo ist auch Text. Text, Bruder. Manche Texte von Tapelo sind noch ein bisschen in Babyschuhen, weißt du, ich meine. Du hast Anfang April hochgeladen und warst noch nicht bei Sammy dran. Dann ist wahrscheinlich Sammy noch gar nicht bei Anfang April angekommen, oder? Also der Bra war auf jeden Fall sehr guter, zumindest sehr guter Schreiber. Tranquil 5.9 ging bei viel Potenzial rein. Mal gucken, was er aus sich macht. Weil ich finde, performancemäßig so und optisch kann er halt noch ein bisschen interessanter sein irgendwie. Guck, dass du wirklich deinen eigenen Style noch findest. Weil deine Bars sind nice, deine Skills sind nice, deine Stimme ist auch cool. Und dann es geht, bro. Boah, ey, Leute, hör nicht auf zu fragen, Bruder, ey. Jean-Rich. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Let's go. Wann sind wir die Eier? I remember, wo ich herkomme. Sag, wer hat mir was zugetragen? Denk zurück an alte Zeiten. Versuch, einen Tag in meinen Schuh zu laufen. Sag, wie viele Jahre mach ich schon Musik? Es fing alles an in mein Zimmer mit Beats. Heute record ich täglich Melodien. Und bald sind wir Hunderttausende vom Stream. Sag, was weißt du von den Struggles? Was ich da, als wir nichts hatten. Haben geschlafen auf Matratzen. Damals gab es nicht zu lachen. Musste falsche Freunde cutten. Scheiß auf alle diese Ratten. Tritte aus ihrem Schatten. Ich bin der Meister aller Klassen, deshalb müssen sie mich hassen. Darauf kannst du dich verlassen. Viel zu wild, oder? Die Art und Weise, wie du den Text schreibst, viel zu voll, viel zu viele Reime, die sehr nichts aussagend sind. Mix Master sehr chaotisch, deswegen wirkt es noch chaotischer. Zurück an all die Struggles, ja, wir jagen nach der Zeit. Sei gesagt, du wirst nicht schaffen, doch ich baller weiter allein. Remember, wo ich herkomme, irgendwann sind wir die Eins. Remember, wo ich herkomme, die Musik hat mich befreit. Zurück an all die Struggles, ja, wir jagen nach der Zeit. Ich sag, du wirst nicht schaffen, doch ich baller weiter allein. Remember, wo ich herkomme, irgendwann sind wir die Eins. Sehr anstrengend, Bruder, tut mir leid. Man merkt auch, du hast Skills und so, vielleicht ist Potenzial und Talent ja sehr gut da, aber dieser Song sehr aua im Ohr, sehr anstrengend so. Allgemein, also wenn man das auseinanderpflückt, denkt man, ja, ist okay, ist cool, aber anstrengend, Bruder. Jean Rich, Je und Rieche. Also ich muss dich, glaube ich, bei Letage einpacken, weil interessant genug fand ich das nicht, ehrlich gesagt, ja. Leute, macht doch mal mit mir, sag mir, was ich machen soll und so. Sag mal, welche Ordner ich die packen soll. Komm, wir hören jetzt zusammen Hesare. Und ihr sagt mir, bevor ich was sage, okay, wir hören komplett durch, bevor ich was sage, ihr sagt in welchen Ordner und dann sage ich euch, ob ich derselben Meinung bin oder nicht, okay? Let's go. Trash. Bruder, wir haben noch nicht mal angefangen. Chill mal. Es ist spookig in der Kapelle, wenn ich erlaube. Es gibt keinen Legis-Ordner, chill mal. Und außerdem, guck mal, Letrasch, ne? Ist ja weg, Bruder, ist Mülleimer so. Legis? Gis ist auch neues Leben, kann daraus entstehen. In vielen Ländern reibt man sich damit ein, Skin-Peeling, pflegemäßig und so. Gis ist zu gut für schlechte Rapper. Es ist spookig in der Kapelle, wenn ich erlaube. Ich bin Joe. Bin zu lange hier, die Wände werden grau. Ich kann kaum davon leben, deshalb wird hier noch verkauft. Trag ne Weste von Montclair, die hab ich letztes Jahr geklaut. In nem Audi A7 zerhackt paar Blöcke in Viertel. Geht das Fenster runter, heiß, ich mach mein Batz wieder purple. Wollte Rapper werden, aber trag jetzt Tüten am Gürtel. Seit 7 Jahren fragen Leute mich, kannst du mir was drücken? Ich bin du Geist am Wandel, ich verpasse diese kleinen Bundle. Werd ne ganze Platte los, sogar der Kunde sagt danke. Wollt ein Mercedes tanken und meine Brüder versorgen. Verpacke immer noch Zwacken, ich bin hier heute und morgen. Er sagt, ich mach 7er Kurse auf das Kanadische. Im Tesla X, ein Bruder von 0 auf 100,
Ich sage dir, ich wollte nie so werden, doch mach so weiter, die Wahrheit ist, kann nicht mehr zurück, die Blicke von meinem Vater nicht. Mit Jizz einreiben? Leute, habt ihr nicht die Story gehört von den Spermakriegern in, ich glaube, Papua-Neuguinea oder irgendeine sehr verlassene Insel in Indonesien? Jetzt kommen wieder Fun Facts am Rande mit dabei. Es gibt ein Volk, das nennt sich die Spermakrieger, oder wir nennen sie die Spermakrieger, weil bei denen in der Tradition, im Brauch, ganz normal ist, also Kinder kommen zur Welt, werden größer, also die Jungs kriegen von klein auf so, wenn die so 3-4 Jahre alt sind, kriegen die halt traditionell gesagt, pass auf, wenn du ein großer, krasser Krieger werden möchtest, dann ist es sehr wichtig, dass du genug Sperma in deinem Körper aufnimmst, weil dieses Sperma macht dich stark und es lässt wachsen und du wirst ein krasser Krieger dadurch so. Das ist männliche Kraft so. Und das heißt, die Kids da, die Jungs, die wachsen auf in dem Glauben, dass sie das Korrekte, ne? Und die müssen dann die älteren Krieger entleeren auf jegliche Art und Weise, weil sie das Sperma von denen wollen, damit die wachsen und stark werden und so. Glissy Gobbler, Bruder, what the fuck? Digga, als ich diese Story gehört habe, Bruder, und das ist echt, ne? What the fuck, Bruder? Irgendein Pedo-Hurensohn hat sich diese Scheiße einfach ausgedacht, weil er dachte, Bruder, als ob da nicht jemand drauf reinfällt, so. Und die machen das seit Jahrhunderten von Jahren, so. Bruder, what the fuck? Gute Punchlines für meinen nächsten Track. Das ist Epstein Islands Vorvater, ich schwöre, Bruder. Also, tut mir leid für diese kurze, wie zum Teufel sind wir drauf gekommen? Achso, ja, Jizzy, ja, ja, okay. Also, der Bro, ich fand ihn sehr fresh. Ich fand die Art und Weise, wie er Sachen gepackt hat, wie er das formuliert hat und so, fand ich sehr geil. Ich fand die Reime auch nicht schlecht, an manchen Stellen. An manchen Stellen war okay, aber allgemein, er war sehr zackig, Bruder. Sein Flow war zackig, weißt du, ich meine? Ich würde auch viel Potenzial sagen, ja. Ich fand ihn nice. Ja, Bruder, ich habe jetzt euren Abend gefickt, ne? Tut mir leid mit dieser Vorstellung, Digga. Hezare? Oder wie heißt du, Bruder? Aber auf jeden Fall, du hast viel Potenzial, mein Bruder. Glückwunsch. Let's go, wir haben noch 3 Leute. Okay, wir haben eine Dame. Bekommt man eine E-Mail, wenn man nicht weiter ist? Ich weiß es nicht. Okay, let's go. Naira. Sieht fresh aus. In der Hut eine Bombe, du bist tot. Wow, Bro. Sis, meine ich. Chill mal, Bro. Ey. Guck mal, Rap ist für Frauen. Rap, was die Frauen aber verstehen müssen, ist, du musst fresh sein. Geht nicht, aber ja. Warte doch. Gib dir eine Chance. Ey, chill mal. Nein, ich meine, die hat mich schon bei der 2. Line, hatte ich mich schon komplett gehopst, so, aber mal gucken. Weißt du, was sie sich gesagt haben, als sie das aufgenommen haben? Boah, krass, guck mal, sogar ein Zug fährt hinten durch und so, Bombe, Video, perfekt. Queen, ja, du magst meine Art und das freut mich total. Sie sagen, verrückt, doch für mich ist normal, machen niemand. Oh mein Gott, Bruder. Boah, yeah, mein Rap-IQ ist gerade gesunken. Mache niemandem was vor, knackt Dagoberts Tresor. Bruder, ich kann nicht mehr aussprechen. Mache niemandem was vor, knacke Dagoberts Tresor. Das ist so wirklich Fanta 4, Bruder. Normal, mache niemandem was vor, knacke Dagoberts Tresor. Während du nur dumm guckst, schieße ich wieder ein Tor. Und die hat wirklich gedacht, Bruder, ich habe jetzt alles gefickt gerade. Guck mal, Madame, ich mag nicht diese typische Rollenverteilung, ne, diese Mann-Frau, bababababa, aber wenn mir eine Frau, Fakt ist ja, dass die meisten Zuhörer von Rap sind ja männlich und die meisten Rapper sind männlich. Und wenn mir eine Frau sagt, eine Bombe, du bist tot, nein, Bruder, Schwester, geht nicht. Also, wenn du nicht verstehst, was daran falsch ist, weiß ich auch nicht. Und dann am Ende, und du schießt wieder ein Tor, was für Tor, Bruder, wie random bist du? Und dann dein Gesichtsausdruck sagt mir, du hast dich wirklich fresh gefühlt. Und Bruder, Schwester, sei dir gegönnt, dass du dich fresh fühlst und so, ne? Aber du musst doch genug im Kopf haben, um zu checken, dass das nicht fresh war. Guck mal, wie fresh die sich fühlt auch. So, ich mag das, wenn Leute Rap fühlen und wenn die sich auch geil fühlen beim Rap. Man kennt das, das ist ein geiles Gefühl, ne? Wenn man so Bars kickt, so, Bruder, und es war wild. Man hat abgerissen, aber Schwester, jetzt, du hast nicht abgerissen. Tut mir leid. Oh mein Gott, die Arme, Alter. Wirkt die Arme. Tut mir leid, Naira. Delusional. Ja, Bro, das ist das richtige Wort. Leider. Man würde auch denken, dass, und ich glaube, darin liegt es auch, ne? Guck mal, ich glaube, dass die meisten Frauen einfach klüger sind als Männer. Die meisten Frauen sind einfach klüger als die meisten Männer. Und ich glaube, deswegen gibt es auch so wenige Frauen im Deutschland, weil die sich denken, was sind das für Rohlköpfe, Bruder? Was sind das für Behinderte? Was labern die da? Wie reden die und so? Kein Tag ohne Hustle, Farben der Fabeln schon lange verwaschen. Ich hoffe nur, dass meine Narben verblassen und geradlinig zu einem Mandala verwachsen. Ich bleib reserviert wie die Navajo. Glaub mir bei Bifo, mein Partner, die Calico. Mann, ich weiß nicht für mein Manitou. Lass sie singen wie Guantanamo.